Die Insol-Charakter-Demo ist mittlerweile wieder offline, doch auf der Gamescom gab es noch viel mehr zu sehen. Mein kleiner chaotischer Vlog von meinen ersten 15 Minuten mit Insol gibt's jetzt. Die Gamescom, ein Ort, bei dem man nicht nur tausenden Mitmenschen ungewollt sehr nahe sein kann, sondern auch die perfekte Möglichkeit, um kommende Spiele anzuspielen. Unter anderem hatte die neue Lebenssimulation Insol einen riesigen Stand, den ich gemeinsam mit Naomi und Micha von Simtimes.de unsicher gemacht habe. Hier gab es einiges zu sehen. Das riesige Maskottchen namens Psycat schaute unübersehbar von oben auf alles herunter. Und auch die aus dem Trailer bekannte Musik spielte hier ununterbrochen. Mein dadurch entstandener Ohrwurm hat bestimmt alle, die mit mir herumgelaufen sind, in den Wahnsinn getrieben. Doch bevor wir uns in der vierstündigen Schlange anstehen wollten, geschah das. Wir wollten eigentlich zum normalen Insol-Stand gehen, aber haben hier per Zufall einen weiteren Ort entdeckt auf der Gamescom, wo man Insol anspielen kann. Wir können jetzt ungefähr 15 Minuten spielen. Naomi ist auch dabei, die sich schon ein bisschen besser auskennt als ich. Wir sind hier in einem sehr modernen Apartment. Das sieht schon wirklich schick aus. Ich muss mich erstmal so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwarz-weiß eingerichtet. Wie geht's ihm denn? Haben wir denn hier auch so eine Emotionsleiste? Ja. Ah, okay. Eins drüber. Ach so, hier. Ja. Okay, also sieht eigentlich ganz gut aus. Da haben wir eine Badewanne. Take a bath, das klingt doch ganz gut. Können auch sauber machen, die nicht so schönen Dinge sind ebenfalls mit dabei und auf Play. Auch spannend, mit Handtuch zu baden, würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Schaut euch mal hier dieses Waschbecken an, das sieht so beeindruckend aus. Also die Texturen sind schon echt scharf, kann man nicht sagen. Also ich würde vorschlagen, dass du mit der Tastatur spielst, weil es macht viel mehr Spaß, wenn du mit der Tastatur spielst. Okay, die Welt hier ist ja schon sehr detailliert, wollen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen rummarschieren. Du kannst selber dorthin laufen. Ach so, okay. Gehen wir zurück auf deinen Soll. Ja. Also jetzt, mit WASD jetzt, quasi. Genau, ja. Oh mein Gott. Boah, das fühlt sich fast ein bisschen verboten an irgendwie. So, okay, jetzt geht er in den Aufzug. Genau. Der ist sogar schön animiert. Was ist in der Wohnung passiert? Oh Gott. Ich glaube, das wäre mit dem deutschen Baurecht hier nicht ganz vereinbar. Oh, ein Polizist. Wollen wir den mal anquatschen? Ja. Das klingt doch nach einem Plan. Greet with cuteness. Oh. Oh, scheint aber ja ganz gut anzukommen. Oh. 5 Herzchenpunkte. Charm Level 1. Haben wir jetzt einfach durch einen kleinen Flirt hier erreicht. Können wir denn noch ein bisschen mehr quatschen? Ich finde es ganz lustig, dass man hier so detaillierte Sachen zum Besprechen hat. Aber ich finde es auch ganz gut. Die Animationen sind schon irgendwie sehr comichaft so ein bisschen, obwohl das Spiel ja sehr realistisch aussieht. Boah, dieser 3D-Bildschirm. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut sieht, aber wenn man da zu nah dran geht, kriegt man ein bisschen Kopfschmerzen. Die Effekte sind ja schon witzig. Aber ich glaub, er steht ja. Das scheint gut anzukommen. Autos gibt es hier auch. Ich muss sagen, es ist ein ganz ungewohntes Gefühl, wenn man dem Sim so beim... Hallo. Wenn man dem Soi so hinter die Schulter guckt. Das ist irgendwie ganz spannend. Mit ihrem Schuh klappt hier gerade was nicht. Ich mag diese kleinen Animationen, die einfach so passieren. Ja, und schau mal, wie lebendig die Stadt schon wird. Ja. Da ist einfach ein Stau. Ach so, oh mein Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Gibt es hier in der Nähe irgendwie so einen Gemeinschaftsort oder so, wo wir mal hingehen können? Ah, nee, funktioniert okay. Da doch nicht. Ups. Mann, wie guckt man nochmal auf die Map? Das ist die Kasse. Ah, doch nicht, das ist schief. Doch nicht. Wir sind ein bisschen verwirrt, wie man vielleicht sieht. Ja. Ah. Ja. Okay, das habe ich mich auch gefragt, wie das so abläuft, was man hier so bearbeiten kann. Edits. Oh mein Gott, was? Also dein Soi, du kannst einstellen, wo er hingeht unter der Woche. Und wenn du das da jetzt zum Beispiel eingestellt hast, dann geht er von sich aus jeden Montag in den Park. Es gibt jetzt auch einen Karma-Report, das heißt, wie viel Gutes und Schlechtes in der Stadt passiert. Ach so, das ist ja geil. Genau. Okay, bis jetzt alles relativ normal, ganz ausgeglichen. Normal. Okay. Ja, dann City Decorations. Das ist richtig cool. Du kannst alles einstellen, oh was mein du willst. Gott. Wie das Wetter sein soll. Ich sehe schon die ersten, die da alles mit Tornados feuern. Ja. Ganz wichtig. Du kannst einstellen, welche Schilder in der Stadt sind, also was auf dem. Das ist so lustig. Auf irgendwie. Den Schildern steht. Hat mir ein bisschen Geld in die Hand genommen. Ja. Du kannst die Bäume einstellen. Welche Bäume willst du oh in deiner Gott. Stadt? Es ist ja wirklich
so detailliert. Animals ist das Coolste, da kannst du einstellen, welche no Tiere. Way. Was? Ja. Drückst du manchmal auf Krokodile und dann mach auf hoch. Dann triffst du ganz viele Krokodile in der Stadt. Wir arbeiten direkt hier noch ein paar Videoideen für dich. Ja. Oh mein Gott, wie geil. Das ist ja also witzig. Bei uns gibt es jetzt ganz viele Katzen und ganz viele Krokodile. Das ist immer gut bekommen. Kann man nicht sagen. Oder Dance-Studio für Katzen. Oder Cutscenes, genau. Dass du als die kannst du da nochmal anschauen, das sind die, was es gibt. Yeah. Und du kannst, wenn du jetzt für dein Video zum Beispiel irgendeine Szene brauchst, kannst du das da wie in einem Filmstudio nachstellen. Das ist einfach mega cool. Also für uns Creator. Definitiv. Gerade für so Machinima-Zimmer und so ist es ja echt eine spannende cool. Sache. Da kannst du Kleidung kaufen. Das ist ein Einkaufsladen. Wollen wir mal ein bisschen shoppen gehen? Ja, oder was ist das? Gehen wir dahin, da wird deine Zukunft. Oh, das klingt auch gut. Ja. Jetzt können wir ihm dabei zugucken, wie er mit der U-Bahn dann rüberreist. Die Oma, versperrt uns ja scheinbar radikal den Weg. Ah, okay, wir können auch durch die anderen durchlaufen. Dann wollen wir doch mal schauen, wie unsere Zukunft so aussieht. Das ist ja schon witzig. Ich glaube tatsächlich, noch kriegen wir keine Antwort. Aber in der Zukunft dann. Okay, das macht Sinn, ne? Ja, dass sowas auch schon direkt im Basisspiel drin ist, ist natürlich auch eine nette Sache. Du hast die Justice-Card bekommen. Nein. Aber ich kenne mich nicht aus mit Tarotkarten, also keine Ahnung. Bist du nicht die Einzige auf jeden Fall, ich habe auch keine Ahnung. Nee. Dann holen wir uns mal was zu futtern. Ein Tiramisu, da kann man nichts sagen. Und ich wünsche einen guten Appetit. Und dann ging es noch kurz in den Baumodus. Ah, okay, jetzt bauen wir unser Heimatgrundstück hier um. Und es gibt auch fertige Zimmer eben, die bei sind. Oder die einzelnen. Ah ja, genau. Möbelstücke. Structure. Okay, genau. Das ist dann für den groben Bau, für die Wände und die hier dann die Möbel, genau. Dining. Was können wir denn hier nochmal umgestalten? Sieht eigentlich so schön aus, wir können es beinahe nur schlechter machen. Ja, das stimmt. Schau, du kannst da unten das Material ändern. Ah, oder okay. Du geh mal da drauf und dann gib mal Potato ein. Potato. Und jetzt wird mit Hilfe von generativer AI hier eine Textur erstellt. Da. Nimm einfach mal. Wunderschön. Wunderschön. Und dann drück mal drauf. Das müssen wir jetzt überall setzen einfach. Wir haben hier die gute. Ah. Oh mein Gott, jeder, der an den Stand kommt, boah, sie war da. Sieht so schön aus. Ich möchte direkt einziehen. Kartoffligste Wohnung in Insel einfach. Schön. Vom Stil ist es ja jetzt auf den ersten Blick einigermaßen modern. Wahrscheinlich kommen da ja noch ein paar. Guck mal, das sieht auch schon fast aus wie ein Kartoffel-Sitzsack einfach. Komm, den platzieren wir ja auch noch mal. Decorations. Also pflanzenmäßig gehen wir hier auch nicht leer aus auf jeden Fall. Auch Outdoor-Möbel sind hier mit drin. Ja. Kann man die auch drin platzieren? Wir machen jetzt hier einfach mal die wunderschöne Kartoffel-Unterwasserwohnung hier. So. Gibt es denn auch hier so hobbymäßig was? Ja, ganz viel. Hobby, ja, okay. Ja. Gym-Equipment ist hier. Wir haben Sachen für die Musik, Painting. Oh, okay, Fotografie. Hier direkt für den geborenen Influencer. Wollen wir hier nochmal eine Gitarre platzieren? Das wäre doch vielleicht gar nicht schlecht. Hier ist noch Platz. Okay. Dann waren die 15 Minuten auch schon rum und ich war wirklich geflasht, was Insoy zum aktuellen Zeitpunkt schon so alles kann. Ein Goodiebag gab es ebenfalls noch für alle, die am großen Insoy-Stand angestanden haben. Es gab einen Turnbeutel mit dem Logo darauf, einen Block zum Notizen machen, einen Kugelschreiber, Knautschball gegen Stress und einen Schlüsselanhänger. Auch einen Fächer hat man bekommen. Die Postkarte verschicke ich jetzt erstmal an meine Oma. Leider ist mir aber diese coole, ausgedruckte Version seines erstellten Zeus verwehrt geblieben. Trotzdem ist das Goodiebag echt liebevoll gemacht. Aber auch sonst habe ich so viele Freunde und andere Sims-Creator wieder getroffen und hatte eine tolle Zeit. Hoffentlich macht EA dann 2025 wieder einen Stand für die Sims, der ähnlich zum Insoy-Stand allen anderen die Show stiehlt. Lasst unbedingt ein Abo da, wenn euch meine kleinen Einblicke gefallen haben. Also dann, bis zum nächsten Video.